Ich wollte anfangen mit dem, wogegen sich Ungehorsam wendet, nämlich dem Gehorsam. Das ist ja nicht so ganz unwichtig. Also die These, mit der ich anfangen will, ist, dass wir, da schließe ich an Leute wie Michel Foucault oder Heinz Steiner, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen zum Gehorsam erzogen werden. Das ist die Produktion von Gehorsamkeit, Gehorsamkeit als ein Verhaltensmuster als solches. Und dass wir dieses Verhaltensmuster der Gehorsamkeit in vielen Lebensbereichen ausüben, aber zunächst auch in vielen Lebensbereichen vermittelt bekommen und einleben, ja, so dass wir es einleben auch bis in die körperlichen Verhaltensmuster. Und das hat sich in der Forschung, in der Diskussion zu Gehorsamsproduktion ja ganz gut zeigen lassen, wie das in Bereichen der Schule, der Hochschule, der Familie oder der Fabrik oder der Gefängnisse praktiziert wird, dass wir Gehorsam lernen. Und dass wir in dieser langen, jahrzehnte- und jahrhundertelangen Praxis in diese Haltung eingeübt werden. Also das, was Marx schon erläutert in dem Abschnitt über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, die Arbeitshäuser, die Brandmarkung, die Verfolgung, die Gefängnisse, ja, die Hinrichtung derjenigen, die nicht bereit sind zu arbeiten. Und dann der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, der den Bürgern, den Kapitaleignern im 18. und 19. Jahrhundert sehr klar war, dass sie gesagt haben, die Menschen sollen hungern und sie sollen auch verhungern, damit sie die Disziplin der Arbeit erlangen und jeden Tag sich an der Arbeitsstelle einfinden und gehorsam diese Arbeit ausüben. Das ist ein primärer disziplinierender Akt, der sich an Individuen vollzieht und der sie auch individualisiert, nämlich für sich verantwortlich zu sein, zur Arbeit zu gehen und diese Art des Kommandos über den eigenen Körper und die eigene Arbeitsleistung zu ertragen. Also, worum es geht bei diesem Prozess der Gehorsamsproduktion, ist genau das Wissen, die Reflexionsfähigkeit, die Tätigkeiten sich anzueignen, aber sie sich so anzueignen, dass der Prozess von Herrschaft, von Ausbeutung, von Sexismus jeden Tag von neuem sich vollziehen kann. Dass Menschen nicht ausbrechen, nicht abbrechen, nicht aussteigen, sondern mitmachen und sich jeden Tag sozusagen aus eigenem Antrieb einfinden. Aber sie machen es nicht nur. Und das ist sozusagen der zweite Aspekt. Es gibt eben auch Ungehorsam. Und ich betone den Ungehorsam in ganz seiner ganzen Breite, weil ich finde, wenn man über zivilen Ungehorsam diskutiert, soll man auch den Aspekt des allgemeinen Ungehorsams thematisieren, dass nämlich Individuen eine Vielzahl von Praktiken der Subversion, des Widerstands, ja, des Ungehorsams im Alltag entwickeln, der ein breites Spektrum erfasst und der nicht alleine nur Gegenstand unmittelbarer politischer Organisation ist, der aber, wenn man so will, so eine Art Infrastruktur darstellt, dass Menschen tatsächlich in ihrem Alltag bereit sind, zu verweigern, zu widerstehen, sich zu entziehen, dieses Kommando über ihren Körper, über ihr Leben, über ihre Arbeit nicht mitzumachen. Und das machen sie in vielerlei Form. Sie verweigern die Schule und die schulischen Leistungen, sie verweigern die Familienexistenz, sie verweigern die Arbeit in der Form von Sabotage, von Blaumachen und was wir in Deutschland nicht so gut kennen, aber immerhin hat es ja auch das gegeben, Bossnapping, oder die, was der Georg Schramm immer, oder ich glaube, oder der Typ aus der Anstalt so gerne bringt, diese vier Rentner, die bei ihrem Vermögensanlageberater dann überlegt haben, den nehmen sie mal mit in einen kostenlosen Urlaub und versorgen ihn zwei Wochen, indem sie ihn dann im Kofferraum einpacken und ihn mitnehmen, damit er sich nochmal überlegen kann, ob er ihn
die Einlagen nicht zurückgibt. Ja? Also, ich meine, das sind so, sozusagen so kleine Formen des Widerständigen. Und es gibt natürlich die vielen anderen Formen. Leute gehen nicht zum Militär oder was wir historisch wissen, sie schießen, die erschießen Offiziere, die sie drangsalieren oder in Gefechte schicken, die keinen Sinn machen. Es bilden sich soziale Bewegungen, es werden Plätze besetzt. Es gibt also viele Formen und die bündeln sich, und ich beziehe mich dann auf einen Satz von Marx, weil ich finde, der ist sozusagen, fasst dieses Problem gut zusammen, wenn er sagt, es ist ein kategorischer Imperativ, alle Verhältnisse umzustürzen, unter denen wir, unter denen Menschen geknechtet und entwürdigt sind. Also das heißt, der Ungehorsam bezieht sich auf alle Lebensverhältnisse in der ganzen Breite. Wenn man jetzt diesen Prozess, also das ist sozusagen die Breite des Ungehorsams, und dann könnte man sagen, gibt es in Demokratien, so wie also parlamentarischen, repräsentativen Demokratien, wie wir sie seit einigen Jahrzehnten kennen, eine eigene Diskussion über die Frage der Freiheit und des zivilen Ungehorsams. Demokratien entstehen ja unter anderem durch Revolution, also durch Handlungen des Umsturzes des Bisherigen. Und damit bildet sich Freiheit, und was für die bürgerlichen Denker des frühen 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung war, wenn eine Generation, die erste Generation, diese Verhältnisse umstürzt, unter denen Menschen geknechtet sind und unter denen sie keine Freiheit haben, dann gibt es diesen ersten Akt des konstituierenden Handelns, der Freiheit schafft und gesellschaftliche Selbstregierung, Selbstgesetzgebung. Dann ist der Raum der Freiheit geschaffen. Und dann stellt sich die Frage, was ist mit den Generationen, die danach kommen? Haben die auch das Recht auf Freiheit, die Gesellschaft nach ihrem Verständnis neu zu gestalten? Aber kann Freiheit noch freier sein, als sie schon ist? Ein wirkliches Problem, also das ist ein ernstes Problem, über das lange diskutiert und nachgedacht wurde, und Thomas Jefferson und Thomas Paine, zwei derjenigen, die an der amerikanischen Revolution beteiligt waren, fassen es so zusammen, dass sie sagen, jede Generation hat von Neuem das Recht, Revolution zu machen und den Boden der Freiheit mit Blut zu tränken. Jede Generation hat dieses Recht, die Freiheit neu zu bestimmen. Das heißt, konstituierendes Handeln jeweils von Neuem. Die Frage stellt sich allerdings, ob das eine sinnvolle Aktivität ist. Ja, also sozusagen dann diesen Gründungsakt jeweils von Neuem zu vollziehen und tatsächlich Gesellschaften immer wieder von Neuem auf solchen Gewaltakten zu gründen, mit allen Folgen des Bürgerkriegs, der Traumatisierung, der Beschädigung, also nicht nur der Tötung vieler Menschen, also Menschen, sondern auch der Beschädigung von vielen sozialen Verhältnissen. Und in dem Zusammenhang entsteht auch eine Diskussion über das Problem des zivilen Ungehorsams. Ziviler Ungehorsam als ein Prozess der Neukonstitution demokratischer Gesellschaften. Also ein Prozess, in dem die Bürgerinnen und Bürger im Prinzip ihr Freiheitsrecht in einer Art Gründungshandeln jeweils von Neuem in Anspruch nehmen. Ich beziehe mich jetzt, also das ist sozusagen ein Teil, ein weiterer Teil auf Diskussion zum zivilen Ungehorsam, um sozusagen das vor diesem langen historischen Hintergrund der modernen, bürgerlichen, politischen, repräsentativen Demokratie kurz zu erläutern, was dann unter zivilem Ungehorsam verstanden wird, wie es in der Diskussion ist.
Man muss ja sagen, dass ziviler Ungehorsam ja keineswegs ein selbstverständlicher Begriff ist. Wir nehmen das in Anspruch, aber üblicherweise wird ja ziviler Ungehorsam als etwas die staatliche Autorität Schädigendes, Unterhöhlendes betrachtet. Also es ist noch nicht so lange her, als Brent Spar, diese Ölplattform in der Nordsee, versenkt werden sollte und Greenpeace mit den Schlauchbooten um diese Ölplattform drumherum gefahren ist, um diese Versenkung zu verhindern. Da hat Thomas Schmidt, der aus der Linksradikalen in Frankfurt kommt und jetzt Leiter der Welt ist, ja, also Chefredakteur der Welt, damals einen Artikel in der FAZ geschrieben, in dem er sagt, solche Aktivitäten der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisation, zerstört die staatliche Autorität und damit auch die demokratischen Verfahren. Denn solche Aktivitäten bedeuten ja die Inanspruchnahme von Bürgerinnen und Bürgerinnen, in eigenem Namen zu entscheiden, was das Allgemeinwohl, was der Allgemeinwille sein soll. Und das durchbricht dieser Vorstellung nach einen autoritären, könnte man sagen, autoritativen Legalismus. Der Staat und das Parlament in dem Fall definieren, was das Allgemeine ist, woran sich die Bürger dann zu halten haben, denn das ist ihr Parlament, das sind ihre Repräsentanten und die entscheiden, was das Allgemeine ist und wer sozusagen dagegen verstößt, untergräbt gleichsam staatliche und in dem Fall demokratisch legitimierte Autorität. Das ist der Hintergrund, dass wenn man einmal Freiheit erreicht hat, demokratische Freiheit, dann kann es nicht sein, dass erneut ein gründender, ein konstituierender Akt in Anspruch genommen wird. Und die Diskussion über zivilen Ungehorsam setzt sich genau mit dieser Frage auseinander, nämlich, dass sie die These vertritt, die Ansicht vertritt, doch ziviler Ungehorsam ist legitim. Ich lese Ihnen das ganz kurz vor, das also, oder paraphrasiere das, eine Definition, die auf John Rawls und Jürgen Habermas zurückgeht, eine Diskussion, die in den 80er Jahren stattgefunden hat. Florian Weiß hat darauf Bezug genommen. Anders als das manchmal jetzt in den Diskussionen so behauptet wird, ist ja ziviler Ungehorsam nicht so neu und auch nicht etwas, was erst in den 90er Jahren entdeckt wurde, sondern eine sehr große erste Welle der Diskussion über zivilen Ungehorsam hat ja in der Tat in den 80er Jahren stattgefunden im Zusammenhang der Blockaden von Kasernen. Ja, dort, wo die also Pershing-2-Raketen im Zuge der Nachrüstung installiert werden sollten. Es gab also bekannte Leute, das war ja eine der wichtigen Dinge, dass Bewegungsaktivisten auch mit prominenten Personen wie Heinrich Böll und Walter Jens und vielen anderen, also jetzt auch aus dem Grundrechtekomitee, wenn ich Roland da sehe, also Wolf-Dieter Nah und viele andere, ja, dann sich dann mit den Aktivisten da zusammengetroffen sind, um sozusagen auch symbolisch, also mit den Prominenten, ja, deutlich zu machen, das hat einen breiten Rückhalt, diese Proteste, diese Blockaden, also dass es diese breite Diskussion und diese breite Aktivität schon in den 80er Jahren gab, also gegen Nachrüstung, Atomkraftwerke und so weiter. Und daraus ist, also weil das natürlich in den Medien, FAZ und so weiter, ausgesprochen scharf kritisiert wurde. Diejenigen, die zivilen Ungehorsam geleistet haben, wurden dann als fünfte Kolonne Moskaus und Naive und so weiter beschimpft, ja, und sozusagen als Handlanger des Feindes, also wer Kasernen blockiert hat, machte sich ja des Landesverrats dann auch verdächtig oder war ja strafbar. Also das wurde thematisiert. In dem Zusammenhang haben Leute wie Peter Klotz und Jürgen Habermas und einige andere eine Diskussion über zivilen Ungehorsam angestoßen und unter anderem auch sich dabei auf John Rawls bezogen, ziviler Ungehorsam. Wie wird der definiert? Er äußert sich in öffentlichen, gewaltlosen, gewissensbestimmten, aber gesetzeswidrigen Handlungen, die auf Änderung der Gesetze oder Regierungspolitik zielen. Das ist so eine ganz formale Definition. Es geht um Möglichkeiten, auf legale Entscheidungen Einfluss zu nehmen,
Aber was wichtig ist, von vielen betont wird, die Verfassungsordnung wird selbst davon nicht berührt, sie wird nicht angegriffen. Und diejenigen, die zivilen Ungehorsam leisten, stehen ein für die rechtlichen Folgen. Es ist öffentlich angekündigt und die Aktiven wissen, dass es einen Rechtsbruch darstellt, der öffentlich angekündigt wird und sie tragen die Folgen. Gleichzeitig wurde damals auch schon juristisch, verfassungsrechtlich diskutiert, dass Aktion des zivilen Ungehorsams ein besonderer Rechtsverstoß sind, eben kein delinquentes Verhalten. Und insofern wurde dem dann auch von in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Rechnung getragen, nämlich Aktion des zivilen Ungehorsams in einem hohen Maße für akzeptierbar zu halten. Das ist insofern erstaunlich im Rückblick, weil man sagen kann, als jetzt in Pankow bei dieser Blockade gegen die Nazis der Wolfgang Thierse auf der Straße saß, hat der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Berlins sich darüber genau beklagt, dass er sagt, ja, wenn Thierse sowas macht als Bundestagsabgeordneter, dann trägt er ja zur Unterhöhlung der staatlichen Autorität bei, die wir, die Polizei, da vertreten sollen. Also in völliger Unkenntnis auch bei der Polizei dieser schon erreichten Rechtssituation aus den 80er Jahren. Wenn man das jetzt weiter betrachtet, dann kann man sagen, dass ziviler Ungehorsam, also in diesem Sinne, für legitim gehalten wird, in der symbolischen Form, dass Mehrheitsentscheidungen zur Revision gestellt werden. Es ist ein Protest dann, wenn man mit anderen legalen Mitteln der Mehrheitsbildung keinen weiteren Erfolg hat. Das ist die These, die sozusagen damals so fixiert wurde. Die Verfassung ist anerkannt und der zivile Ungehorsam ist ein Prüfstein auf die Reife der Demokratie. Ich betone das deswegen so, weil da fängt auch dann schon meine Kritik an. Ich werde eine Reihe von kritischen Punkten gegen diese Diskussion vorbringen, dass die Vorstellung immer klar ist, ziviler Ungehorsam ist genau gebunden an eine reife Demokratie. Ich bin da gar nicht dagegen, aber es besagt, dass viele der Dinge, die wir erleben heute, also unter dem Titel Empört euch, oder viele Prozesse in den arabischen Ländern, nicht in diesem Sinne als ziviler Ungehorsam gefasst werden sollten und könnten. Denn worum es dort geht und was ja auch real passiert, sind wirkliche Brüche mit dem geltenden Recht und den geltenden politischen Verfassungen. Und man muss auch sagen, das ist auch gut so. Ja, also es geht ja darum, dass wirkliche Regimewechsel stattfinden. Das ist etwas in diesem Sinne anderes als Aktion des zivilen Ungehorsams. Es handelt sich um Massenbewegungen, ja, da werde ich auch gleich noch drauf kommen, die tatsächlich politische Systeme verändern wollen. Das Interessante ist, dass sie mit zivilem Ungehorsam ein Merkmal gemeinsam haben, was sehr erfolgreich war, jedenfalls in Teilen, in Aspekten, nämlich die Gewaltfreiheit. Die bewusste Form der Wahl der Mittel der Gewaltfreiheit. Dass das in jedenfalls in Ägypten in einem hohen Maße, ja nicht ausschließlich, in der ersten Phase große Erfolge hatte. Ja, also dass man sagen kann, das hat diesen Prozess ermöglicht, das hat einen hohen Konsens offensichtlich geschaffen. Gleichzeitig muss man sagen, dass man auch da feststellen kann, wie in anderen Formen des Protests, dass damit zwar bestimmte Machtpraktiken abgeschafft werden konnten, ja, also aber trotzdem auch bestimmte Machtstrukturen eben nicht beseitigt werden konnten. Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Also es ist ein ziviler Ungehorsam ist also ein Zeichen für die Reife einer Demokratie, dass es möglich ist, dass von den Bürgern und Bürgerinnen kein unbedingter Rechtsgehorsam verlangt wird, also das ist ja ein zentraler Gesichtspunkt, sondern ein qualifizierter, wie Jürgen Habermas das nennt, Rechtsgehorsam,
weil Bürger die legale Verletzung der Legitimität, also das, was geteilte politische Normen sind, weil Bürger beurteilen, dass die Legalität selbst ein Problem ist. Und das ist natürlich die Installation von Pershing-2-Raketen oder der Bau von Atomkraftwerken. Die verletzen die Grundlagen des Zusammenlebens in einer Gesellschaft selbst. Ja, das ist ein zentraler Gesichtspunkt. Und da tritt, was eigentlich unsere Verfassung gar nicht erlaubt, insofern ein interessanter Gesichtspunkt, das Volk in der Gestalt der protestierenden Bürger in die Rechte des Souveräns. Das widerspricht Artikel 20. In Deutschland tritt das Volk, anders als bei John Locke, nicht in seine Rechte als Souverän zurück, sondern die Volkssouveränität, alle Macht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird ausgeübt in Exekutive, Judikative und Legislative und freien Wahlen. Also das Volk tritt als solches in unserer Verfassung gar nicht auf, aber das ist sozusagen ein Plädoyer dafür, das zu tun. Diese Diskussion ist weitergegangen. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja auch eine Diskussion dazu in jüngerer Zeit, eben wenn man denkt an die Überlegung von Robin Zelikates, ja, dass man sagen kann, dass man sagt, der zivile Ungehorsam ist sozusagen etwas, was vermittelt zwischen diesem Gründungshandeln, einem demokratischen Akt des Volkes, und der schon bestehenden politischen Institutionenordnung, also dem konstituierten Zusammenhang. Und das soll bedeuten, dass jetzt der zivile Ungehorsam etwas ist, was diese Institutionenordnung ständig von Neuem aufstört. Also mit immer neuem Gründungshandeln die politischen Institutionen zur Revision gezwungen werden, einzelner Entscheidungen, aber auch der Verfahren, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Der zivile Ungehorsam ist sozusagen also ein Prozess der Dynamisierung der Demokratie. Auch da wird klar gesagt, das ist ein Teil unserer reifen Demokratie. Es demokratisiert die Demokratie, es soll die Demokratie weiterentwickeln, radikalisieren und sozusagen immer weiter ausbauen. Nun könnte man sagen, das ist ja jetzt schon sowieso eine sehr weitgehende Vorstellung, der Souverän ergreift seine eigenen Rechte, und dann gibt es ja auch die Diskussion innerhalb der Linken, sich jetzt auf diesen Prozess so zu beziehen, dass man sagt, man kann damit weitergehende Aktionen machen, also die Legitimitätsreserve des zivilen Ungehorsams nutzen für weitergehende, auch radikale Aktionen. Und ich will jedenfalls an diesem Punkt will ich so ein bisschen Bedenken äußern, weil ich finde, man kann, also man muss meiner Meinung nach aufpassen, zu denken, man könnte den zivilen Ungehorsam einfach als eine Legitimitätsreserve nutzen, wie ein technisches Mittel. Ja, so einfach ist das nicht, weil das unterstellt sozusagen die Möglichkeit, das zu radikalisieren und das zu nutzen. Aber in welcher Weise heißt es zu radikalisieren? Und dann wird es natürlich auch ein sehr taktischer, instrumenteller Umgang mit einem politischen Instrument, von dem ich glaube, dass es sehr genau umschrieben ist durch diese Vorstellung, die jetzt bei Habermas und Rawls und Zelikates sozusagen angelegt sind und die ich im Wesentlichen für liberale Vorstellungen halte. Und da will ich jetzt zum Schluss ein paar kritische Bemerkungen machen. Bevor ich diese kritischen Bemerkungen mache, also ich habe ja noch in der Zeit noch 6 Minuten, ja, 5 Minuten, bevor ich diese kritischen Bemerkungen mache, will ich noch mal sagen, ziviler Ungehorsam. Man soll das nicht als überhaupt nicht gering schätzen. Es ist ein Mittel der radikalen Demokratie. Es ist extrem umstritten und es ist eine ausgesprochen mutige Handlung. Auch wenn man denkt, man müsste es radikalisieren, auch das, was da nicht radikalisiert ist, ist ausgesprochen mutig. Auf Schlauchbooten so eine bewährte Ölplattform zu umfahren, kann ein Lebensrisiko darstellen. Sich mit den Armen einzementieren zu lassen auf den Bahngleisen nach Gorleben, kann eine Lebensgefahr darstellen. Also das heißt, Menschen gehen im Namen von Aktionen des zivilen Ungehorsams erhebliche persönliche, politische, rechtliche und, wenn man so will, zivile, also für das eigene bürgerliche Leben, erhebliche Risiken ein.
Das ist, sind Aktionen, die aus meiner Sicht enorm Mut erfordern, aber, und damit bin ich auch schon bei einem kritischen Punkt, Aktionen des zivilen Ungehorsams haben auch eine Neigung, Prozesse zu genau solche zu individualisieren. Es ist angekündigt, es soll rechtlich verfolgbar sein, das ist ein Sinn des zivilen Ungehorsams, und es bedeutet, dass sie gerade nicht als eine Kollektivaktion, als eine Massenbewegung, als ein kollektiver Prozess, Prozess um Protest verstanden werden, sondern es individualisiert die Individuen auch nach rechtlichen Gesichtspunkten. Es hat aus meiner Sicht weitere wichtige Gesichtspunkte. Es bedeutet, dass man Gegner, gegen die sich der Protest wendet, das ist eine Standardregel des zivilen Ungehorsams, Gegner müssen sich wechselseitig als legitim anerkennen. Das heißt, Protestgegner werden für legitim erachtet. Das muss man überlegen. Der Anlass hier ist ja unter anderem die Nazis. Und dann muss man sagen, ziviler Ungehorsam, wo genau wendet, gegen was wendet er sich in diesem Zusammenhang? Und will man Nazis als legitime Gegner anerkennen? Also aus meiner Sicht geht das nicht. Ja? Nazis in dem, was sie tun, vertreten keine demokratischen Positionen, keine Position des zivilen Ungehorsams. Ja, wenn sie protestieren und Widerstand, nationalen Widerstand anmelden, sondern sie letztlich zielt das, was sie vertreten, auf Zerstörung, auf Krieg, auf Organizismus, auf technische Konkurrenz. Es ist eigentlich eine Art Überbietung bürgerlicher Normen. Darwinismus, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter. Und dann ist die Frage, wo ich sagen würde, nein, das kann nicht darum gehen, sie als Gegner, legitime Gegner anzuerkennen. Das sind sie nicht. Damit sage ich nicht, Nazis raus oder schlagt die Nazis, wo ihr sie trefft. Das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist zu sagen, dass ich es für wünschenswert halte, dass wir gesellschaftliche Verhältnisse haben, unter denen Menschen keine Rassisten werden. Und unter denen sie keine Nazis werden. Das heißt, gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, unter denen genau das überhaupt nicht entsteht. Damit würde ich sagen, diese Person, diese Individuen zurückzugewinnen, sie rauszuholen aus dem Elend von rassistischen Ideologien, das halte ich für politisch wichtig. Aber das heißt nicht, diese Ideologien anzuerkennen als eine Gegnerschaft, mit der man sich auseinandersetzt. Also, ein weiteres Punkt. Wozu auch gehört ist diese Vorstellung, man distanziert sich situativ in Aktion des zivilen Ungehorsams im Staat gegen den Staat. So formulieren es Leute wie Habermas und Zelikates. Und damit ist sozusagen ein Prozess, man nimmt den Konflikt mit dem Staat, der gegen die Demokratie operiert, die Mehrheit, die staatliche Verwaltung, man nimmt diesen Konflikt immer und immer und immer von Neuem auf. Ich sage das mal, mit dem man den vielleicht viele nicht so mögen, Nietzsche, das ist die Wiederkehr des Immergleichen. Ich halte es für nicht wünschenswert, dass wir immer noch weiter weltgeschichtlich die nächsten 6000 Jahre mit dem Problem der Ausbeutung des Sexismus oder des Rassismus zu tun haben und immer von Neuem diese Konflikte durchspielen müssen. Und immer wieder müssen sich Menschen gegen Rassismus oder sexistische Gewalt oder gegen Ausbeutung des Kommando über die Arbeit wehren. Sondern ich halte es für wünschenswert, und das bedeutet aber auch, dass man dann mit dem zivilen Ungehorsam an diesem Punkt nicht weiterkommt, dass diese Arten von Konflikten, von Herrschaftspraktiken, in die wir eingebunden sind und auf die Gehorsamsleistung ja zielen, dass wir das wirklich überwinden. Nicht jeden Konflikt, weil dann kommen diese Theoretiker immer und sagen, ich träume von der harmonischen Welt. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Sondern mein Punkt ist zu sagen, diese Art von Ontologie, von Ewigkeit des Konflikts beschönigt die konkrete, reale Gestalt der Konflikte, mit denen wir zu tun haben. Und wir müssen diese Konflikte diskutieren und politisch bekämpfen. Und die zukünftigen Generationen, die können dann ihre Konflikte bekämpfen,
können sich darüber auseinandersetzen, aber wir haben unsere Konflikte, die haben wir jetzt seit einigen hundert Jahren, die haben wir übernommen, die haben wir uns nicht gewünscht und es ist unsere Aufgabe, sie zu bewältigen. Klimakrise, Finanzkrise, Ausbeutung, Prekarität, 1 Milliarde Menschen, die vom Hungertod bedroht sind. Ich meine, das sind Zustände, die gehen einfach nicht weiter. Und dann zu sagen, ja, wir leisten zivilen Ungehorsam und wir ändern ein bisschen was durch den Gesetzgebungsprozess im Staat, gegen den Staat und morgen machen wir es wieder und übermorgen machen wir es wieder, das ist falscher Trost. Also ich finde, das können wir so nicht machen. Nicht, weil ich denke, wir sollten das nicht auch tun, aber viele Probleme entziehen sich, die sind grundlegender. Da kommen wir in dieser Form alleine gar nicht ran. Und deswegen meine ich, dass wir diese grundlegenderen Fragen, wie der Prozess organisiert ist, was kann überhaupt in der Sphäre der Politik auf der Ebene von gesetzlichen Entscheidungen bewältigt werden. Die Diskussion des zivilen Ungehorsams bleibt auf dieser Ebene. Sie behandelt nicht die Frage dort, wo die gesellschaftlich relevanten Entscheidungen wirklich getroffen sind. Das, was Marx das reale Gemeinwesen unserer Gesellschaft nennt, nämlich die gesellschaftliche Arbeitsteilung, die Investition, die Festlegung der Zukunft durch Arbeit, durch Technologie, durch Arbeitsorganisation, die ganzen Bereiche der gesellschaftlichen Naturaneignung, das Kommando über die Arbeit, die Frage des Wissens, der beruflichen Qualifikation, also das, was uns alle im Alltag ja auch vielfach quält und beschäftigt. Und ich meine, dass wir an diese Bereiche durchaus ran müssen und dass wir auch über diese Frage der Mobilisierung, man hätte vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch gesagt, Massenbewegung, ja, also jedenfalls breite Bewegung, breite Allianzen, die aktiv nicht nur sozusagen Protest anmelden gegen schon getroffene Entscheidungen, sondern hinwirken auf die Gestaltung unserer Gesellschaft. Das scheint mir das Entscheidende. Also die Freiheit wozu? Die Freiheitsrechte zur Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das scheint mir, das ist ziviler Ungehorsam, aber es geht auch weit darüber hinaus. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bedauere das, dass wir jetzt darüber nicht diskutieren können, aber ich wünsche euch eine tolle Diskussion im Laufe der nächsten Stunden und heute und morgen. Ja, also.